So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Shadow Dragon. In dieser Folge hoffe ich mal, dass wir relativ zügig zum Ende des Kapitels vorschreiten können oder zumindest schon mal den da drüben loswerden. Den Kannibal. Was die immer für Namen haben, ich kann es nur jedes Mal wieder sagen. Ich sag glaube ich auch wirklich nur jedes Mal, dass die immer seltsame Namen haben. Sage ich überhaupt jemals was anderes in irgendeiner Folge? Ich glaub's fast nicht. So, ich guck gerade mal, wer von denen da hinten hat er noch. Moment, ich habe hier noch Wolf stehen. Der hat eine Verteidigung von 6. Genauso wie. Nein, Golden hat sogar 7, aber Geschwindigkeit 7. Geschwindigkeit 8. Was haben die? Die haben 11. Also würde 8 genau reichen, dass sie nicht zweimal angreifen können. Angriff 14 im Stahlbogen. Und hier 13 im Eisenbogen, also mit dem Stahlbogen mehr. Ich könnte natürlich auch mal. Ne, Wendel hat nur eine Verteidigung von 5. Ich glaube, ich lasse einfach mal Gordon da stehen. Wendel hat einen Heilstab. Dann halt. Ich könnte ja auch Lena weiter hinten lassen und Wendel weiter vorne zum Heilen. Mal 4. Achso, Quatsch. 6 und 9. Was stand da gerade? Achso, Besucher hat da grün geleuchtet. Alternativ könnte ich einfach auch mal Wolf da hinstellen. Das wären immerhin 7. Doch, 2x 5. Ah, mit dem Eisenbogen nur 4. Einmal. Und Wendel? 7. Würde 6 Schaden bekommen. Allerdings auch nur einmal. Wie viel würde Gott machen und bekommen? Gott würde 6 machen, würde aber 2x 5 bekommen. Also mache ich, glaube ich, doch mal. Stelle ich doch mal Wendel dahin. Ja, doch, das geht. Kann man mal machen. So, dann als nächstes weiß ich noch nicht, wer wohin kommt, weil ich mal wieder überhaupt nicht vorher geplant habe, da unten steht niemand mehr gut. Ich habe mich gerade einfach mal in die Aufnahme geschmissen und habe gerade mal noch, also bis gerade eben noch überhaupt keine Ahnung mehr gehabt, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. In der Zwischenzeit ist mir natürlich wieder eingefallen, deswegen glaube ich, lasse ich den Rest jetzt einfach mal so stehen. Naja, ich kann Gott noch da in die Berge stellen, warum auch immer. Ja doch, ich lasse den Rest jetzt einfach mal so stehen. Mal gucken, was passiert. Okay, das wird zu erwarten. Okay, der macht nur einen Schaden. Also auch kein Problem. Der macht gar keinen Schaden. Noch weniger Problem. Okay, da habe ich den Vorteil durch den Rapier. Da sieht man es schon. Bei dem genauso natürlich. Bei allen Reitern logischerweise. Ich brauche trotzdem jedes Mal noch 2 Schläge. Naja. Die Musik wird auch immer besser. Mit jedem Mal, bei dem sie wieder kurz einsetzt und dann wieder direkt aufhört. Okay. Ist ja schon bedeutend leerer geworden auf einmal auf dem Feld hier. Da sind bloß noch die Bogenschützen übrig. Dann kann ich den einen hier nochmal mit Wendel oder soll ich kurz den angreifen lassen? Oder vielleicht mit Gordon? Nee, Gordon hat schon Level 8. Dann mache ich doch nochmal mit Wendel da oben. Dass ich den voll los habe. Also nicht Wendel, sondern den Bogenschützen da oben. Und Level Up mit Magieglück und Resistenz. Okay, das kann ich gut hinnehmen, so. So, dann habe ich mit Etrak den Rittertod für einen von diesen Reitern da. 28, sehr gut. Wenn ich treffe, war es das für ihn. Perfekt. Oh, und sogar ein Level Up.
Der gab erstaunlich viele Erfahrungspunkte jetzt, muss ich sagen. Oh, naja, okay. Der Level up war jetzt nicht so der Bringer. Den greife ich nur einmal an, aber gut. Dürfte kein großes Problem darstellen. Oh, und auch noch ein Level up. KP, Geschwindigkeit und Glück. Moment, kann ich? Ja, ich kann hier noch einen vorlatschen. Und hier nochmal mit der Eisenaxt draufhauen. Mein Gott, warum geben sich so viele Erfahrungspunkte? Wenn der Flügelsperr nicht schon so demoliert wäre, würde ich jetzt den nochmal mit Flügelsperr angreifen für Erfahrungspunkte für Shida. Aber ich will ihn nicht komplett zerstören. Ich könnte natürlich mal mit Cäsar hier. Cäsar war der Söldner. Den Myrmidon würde ich gerne ein bisschen trainieren. Drei. Mit Shida hätte ich 2x6. Ich mache erstmal das so. Oh. Perfekt. Besser jetzt gar nicht laufen können. Jetzt kann ich den genau mit Rat hier weghauen. Perfekt, wirklich. Okay. Dann habe ich da oben nur noch die da stehen. Da stehen nur noch 5 Leute auf dem Feld. Gut, ich weiß ja, dass jetzt gleich ein Haufen nachkommen werden aus den Festungen. Allerdings im Moment stehen bloß 5 Leute auf dem Feld noch. Also gegnerische natürlich. So, dann speichere ich hier mal noch. Dann renne ich mal im Rest ein bisschen vor. Kann ich irgendwen gerade heilen? Ja, da oben. Einmal Bast heilen. So, den Rest kann ich einfach mal nachholen hier. So wie eigentlich immer. Der Rest wird immer nachgeholt. So, und der letzte. Und dann bin ich mal gespannt. Ah, ne, ich dachte schon, jetzt kommen da oben schon Leute raus. Ich könnte natürlich mit Jagen mal nach da oben fliegen und mindestens, also zumindest eine. Ich könnte natürlich mit Shida und Jagen links und rechts draufstehen, dass nur noch in der Mitte einer rauskommt. Und dann den mir aufteilen. Wäre perfekt zum Trainieren. So mache ich es einfach. Einer links, einer rechts, dann kann in der Mitte noch ab und zu einer rauskommen. Ich heile mich immer wieder, weil ich auf der Festung stehe. Ja, so mache ich es. So, was habe ich hier oben nochmal für Leute stehen? Mit einer Lanze und die mit dem Bogen natürlich. Dann kann ich da schon mal... Moment, wer kommt wie weit? Oh, die mit dem Bogen kommen deutlich weit. Ach so, das sind allgemein nur die mit dem Bogen markiert. Aha, der hier würde auch bis da kommen. Die mit dem Bogen nur bis... hierhin maximal und da natürlich. Dann könnte ich... Nein, könnte ich nicht, weil ich nicht bis nach da hinten komme. Na gut, dann mache ich es ganz anders. Ich stelle mich hier hin mit Wendel. Heil mit dem Heilstab Gordel. Achso, dann muss Gordel natürlich auch nach da hinkommen. Tut er aber nicht. Blöd. Habe ich nicht vorher dran gedacht, das zu überprüfen. Kord kommt auch nicht dahin. Na, Wolf könnte allerdings dahin. Mit dem Stahlbogen. Dann stelle ich mal Wolf dahin. Oh, ich könnte natürlich alternativ noch Etrag und Roger davor stellen. Die bekommen ja eh keinen Schaden. Bei einer Verteidigung von 13. Gut, allerdings ist Etrag 4 Level vor Roger und dann trotzdem dieselbe Verteidigung. Naja, ob das jetzt so für ihn spricht, ich weiß ja nicht. Gut, aber da unten kann ich mal mit Lena auf jeden Fall Wendel heiraten. Habe ich gerade heiraten sagen wollen? Ja, das perfekte Paar. Er 80, sie 20. Na, Quatsch, sie sieht noch jünger aus. Er 80, sie 15. Oh Gott. Der könnte praktisch ja ihr Großvater sein hier. Wie komme ich denn jetzt auf heiraten, um Himmels Willen? Ei, ei, ei.
Ich glaub's nicht. Okay, das war der Typ mit der Lanze. Oh, perfekt dann, um Bass da hinzuschicken. Wo steht denn der gerade? Hab ich den schon davor gezogen? Ah ja, da steht er ja. So. Ja gut, ich kann ja mal noch ein paar so halbwegs in der Mitte stehen lassen. Dass sie zur Not in beide Richtungen irgendwas machen könnten, wobei das reicht noch nicht. So. So, lass es mal stehen. Kein Schaden. Achso, ich habe noch den Rittertod ausgerüstet. Blöd. Habe ich mal wieder vergessen. Man kann ja nicht an alles denken. Okay, der macht auch keinen Schaden. Die machen beide keinen Schaden. Ah, okay, da kommen die jetzt schon da oben raus. Okay, der hat einen Bogen, der muss als erstes weg. Die anderen zwei haben Schwerter. Also kann ich mal... Oh, ich kann das bis da hinten auf die Felsen fliegen, bringt mir aber nichts, sehe ich gerade. Dann stelle ich mich mal hier hin mit der Eisenlanze. Reicht aber nicht mit der Silberlanze, reicht auch nicht. Wird's mit Shiida reichen mit irgendeiner Lanze? Gut, die hat nur die... Muss ich schon wieder den Flügelspeer verwenden? Also gut, dann halt wieder den Flügelspeer. Ja, ich muss. Ha, blöd. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Dafür gibt's ein Level-Up. Fähigkeiten, Geschwindigkeit und Glück. Ja, gut. Dann kann ich jetzt natürlich mit Jagen schon mal hier auf die Festung stehen. Oh, hier mache ich sogar 2x7 Schaden. 2x7 reicht zwar nicht, aber ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht gibt es einen Crit mit 5%. Nee, gibt's nicht. Na gut, dann halt nicht. Na gut. Guck ich mal da noch auf die... Ach, das ist noch Ebene. Das sieht aus dem Berg schon. Ich könnte auch mal... Nee, ich bleibe einfach mal hier so mit Able. Ah, wobei, eins. So, wohin kommt der jetzt? Eins weiter vor würde auch nicht wirklich viel bringen. Vielleicht erstmal nach da. Naja. Gut, was mache ich denn jetzt? Kann ich hier mit Rudd irgendwas anfangen? 2x3, ja, okay. Da könnte ich vielleicht tatsächlich was anfangen. Hier auf 2x3, dann hole ich mir erstmal den mit Wolf. Sehr gut, sogar 2x getroffen. Dann könnte ich mit wem als nächstes was machen? Ich könnte den Schaden machen, der da. Mit dem Eisenschwert 2x7. Stahlschwert 2x9 wäre schon zu viel. Also hole ich mal das Eisenschwert raus. Das darf ich nur nicht critten. Danke, sehr gut. Das war jetzt eine Mischung, danke. Eine Mischung war sehr gut und danke. Naja. Gut, dann kann ich jetzt den voll besiegen. Reicht nämlich. Sehr gut. Und ein Level Up. Ja. Seine Fähigkeiten haben sich dadurch wahnsinnig verbessert. Ich kann es kaum in Worte fassen. Vielleicht kann ich den mit Korten ein bisschen ankratzen hier. Nee. Cäsar? Was kann denn Cäsar so? Ja, reicht leider auch nicht. Dann vielleicht Marv mit dem... Marv mit dem Eisenschwert reicht nicht, aber Marv mit dem Stahlschwert würde reichen. Sehr gut. Dann jetzt noch Etrak vor mit der Eisenlanze. Nein, mit dem Stahllanze auch nicht. Na gut, dann halt zuerst mit der Stahllanze.
Er kriegt ja keinen Schaden. Also von dem her. Gut, dann. Darf Roger sich hier für den Rest vornehmen? Ah, sehr gut, recht genau. Ansonsten hätte ich halt noch einen von den anderen da unten noch mitnehmen müssen. Der kriegt natürlich auch keinen Schaden mit 13 Verteidigung. So viel. Ich glaube, der Ritter da macht bloß 10 Schaden oder so, irgendwas geschätzt. So, dann kann ich jetzt schon mal mit Bast vorrücken hier. Moment, der hat eine Trefferwahrscheinlichkeit von 97. Halt aber allerdings mit der Eisenaxt. Mein Mama sieht es wahrscheinlich schlechter aus. Kann ich das? Ja. Oh, nur noch 77. Und der weicht. Ah, hat eine Ausweichwahrscheinlichkeit von 7. Natürlich plus die 20, die noch dazukommen, oder? Wird das da oben schon mit reingerechnet? Ich weiß nicht, aber ich denke mal nicht, weil 27, dann hätte er nur noch eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50%. Uiuiui. Schlecht, schlecht, schlecht. Mal gucken, was dabei so rauskommt. So, ach, da unten stehen ja noch mal zwei Heiler rum. So, Kort noch ein bisschen nach vorne. Gut. Ja, der heilt sich jetzt erstmal ein bisschen, aber das würde ihm wohl nicht viel bringen. Der hier stirbt sogar gleich. Und weg. Ah, und nur ein Waffenlevel. Oh, der trifft nicht mal mehr. Kriegt 24 Schaden mit dem Flügelspeer. Und auch hier ein Level up. Stärke, Fähigkeiten, Geschwindigkeit und Glück. Gut. Ah, da kommen natürlich schon die nächsten. Dann muss ich mich jetzt für einen von beiden entscheiden. Welcher hat weniger drauf? Angriff 13, Angriff 14, Treffer 92, 93, Ausweichen 4, 4, Crit 1. Dann greife ich den rechts an, der macht mehr Schaden. Und bekommt auch mehr. Ne, Moment, ich muss ihn natürlich so angreifen, dass es ihn auch weghaut. Mit der Silberlanze. Weil sonst könnte ich mit Shida wieder nicht auf das Feld da stehen. Ach, das ist ja der linke. Ich dachte, irgendwie ist er der rechte. Warum auch immer. Egal. Macht ja keinen Unterschied. So. Dann stehen die da oben links in Sicherheit. Gegen die zwei Ritter stelle ich einfach Edrak und den anderen davor. Kort nehme ich mit nach da unten. Der darf wahrscheinlich dem hier dann ein bisschen Schaden machen. So, dann kann ich da schon mal ein bisschen vorrücken. Ja doch, um die zwei da oben dürfen sich Edrak und Roger kümmern. Jeweils mit der Stahllanze. Achso, ne, Roger hat nur eine Eisenlanze. Dann halt mit der Eisenlanze. So. Die dürfen jetzt in der Runde als nächstes vorrücken. Bestenfalls auf die zwei Felder. Dann könnte ich mich außen rumstellen auf die Festungen. Dann würden allerdings keine Gegner mehr nachkommen. Na gut, ich könnte das einfach ein paar Mal machen, dann. Ja, würde auch was passieren. So, den Rest lasse ich mal. Naja, ich nehme mal Wendel noch mit. Ah, und da oben kann ich vielleicht dann auch noch ein bisschen was mit Rod machen. Ja, den Rest lasse ich mal so stehen. Und sieht aus, als ob es so aufgehen würde, wie ich es mir vorgestellt habe hier. Sehr gut. Der greift doch immer schön zweimal an. Wenn jetzt der andere auch eins vorrückt? Nein, der rückt natürlich nicht eins vor. Der muss es natürlich wieder kompliziert machen. Na danke. Naja, vielleicht wird das jetzt was für mein Myrmidon. Rod heißt er. Ich hab den Namen kurzzeitig vergessen gehabt gerade. Oh, da oben kommen schon die Nation.
Okay, aber wenn ich so die Folgenzeit angucke, würde ich mal sagen, ich kümmere mich darum erst in der nächsten Folge und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, tschüss!